Erst 3 Gegentore in dieser Saison. Dynamo Dresden, die Mannschaft der Stunde in Liga 3. Überraschend mit Niklas Hauptmann, dem 27-jährigen Mittelfeldmotor. In der Startformation sein Einsatz lange fraglich gewesen. Beim VfB Lübeck sein jüngerer Bruder nur auf der Bank. Aber Dresden mit dem besseren Start. Die Gäste vor 8.858 Zuschauern mit eben Niklas Hauptmann. Und der erste Test für Philipp Klevin im Lübecker Tor. Die Antwort der Lübecker sah so aus. Der Lange vorne im Sturm. Mats Verklamm und auch Sören Redemann. 2, die neu in der Startformation bei Lukas Pfeiffer waren. Mit der ersten Lübecker Gelegenheit in der 14. Minute. Aber weiter Dynamo Dresden. Ein interessantes, ein intensives Spiel mit diesem Aluminiumtreffer kurz vor der Pause. Das war die einzige Veränderung in der Startformation. Jakob Lemmer. Da wäre auch Philipp Klevin zu spät gewesen. Glück also für Lübeck. Und so kann man sich auch aufwärmen. Der wiedergenesene, lange verletzte Kapitän Tommy Gruppe zusammen mit Florian Kirschke auf dem Spinningrad. Der Start in die zweite Hälfte. Dynamo Dresden mit dem langen Ball auf den Kapitän, auf Stefan Kutschke. Guter Versuch, gute Gelegenheit, aber immer noch stand die Null und zwar auf beiden Seiten. Aber nochmal diese klasse Einzelleistung vom Dresdner Mannschaftskapitän. Dresden jetzt mit Vollgasfußball. Lübeck hinten reingedrängt und der Ball kommt zu Jakob Lemmer. Der 23-Jährige mit Selbstvertrauen und diesem Knaller sein erstes Saisontor. Jakob Lemmer schießt Dynamo Dresden auch in Lübeck ins Glück. Nochmal die Spielübersicht, der Ball genau im richtigen Moment und dann traut er sich einfach was. Und keine Chance für Philipp Klevin im Lübecker Tor. Jakob Klemmer mit dem 1:0 hier in Lübeck. Gefeiert natürlich von Stefan Kutschke und von den über 2000 Dresdner Fans. Aber Lübeck, der Aufsteiger, ließ sich nicht lumpen. Veränderte die Mannschaft mit Pascal Breyer, dem Last-Minute-Neuzugang von Hansa Rostock gekommen. Und im Dresdner Tor Stefan Driatscha mit einer brillanten Parade. Die 70. Minute. Lukas Pfeiffer schmiss alles nach vorne. Wechselte alles an Offensivkräften ein, was seine Bank hergab. Farona Polido zum Beispiel mit dieser Flanke auf. Na klar, Pascal Breyer und wieder Stefan Driatscha. Das war in der zweiten Halbzeit das Privatduell. Der Lübecker Stürmer gegen den Dresdner Torwart. Wieder mit einer sensationellen Parade in der 80. Minute. Und es ging weiter. Lübeck bemerkenswert. Gaben sich nicht auf. Der eingewechselte Stammkapitän Tommy Gruppe. Aluminium schon in der Nachspielzeit. In dem Fall Glück für Dynamo Dresden. Mann des Tages und Garant für den 1:0-Sieg in Lübeck. Der Torwart Stefan Driljatscha. Hinten raus, muss man sagen, hat Lübeck das gut gemacht. Da haben wir einen überragenden Driljatscha gehabt, der uns gut im Spiel gehalten hat. Aber wir sind selber schuld, weil wir einfach vorne gerade in der zweiten Halbzeit das zweite und dritte Tor nicht gemacht haben. Und da müssen wir einfach das Tor machen. Wir haben 5, 6 Riesenchancen gemacht. Allein ich muss mindestens 2, 3 Dinger machen. Ja, tut mir leid, dass wir uns jetzt nicht belohnt haben, oder ich die Mannschaft nicht belohnen konnte für die gute Leistung. Aber auf die Leistung können wir aufbauen. Wir haben hier gegen eine Top-Mannschaft aus der dritten Liga gespielt. Und ja, normal müssen wir das mitnehmen. Die Mannschaft aus Lübeck wurde gefeiert. Na klar, Dynamo Dresden bleibt Tabellenführer. Aber Sieger der Herzen, trotz der erneuten Heimniederlage, die Mannschaft des VfB Lübeck. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.